Neuer Nachrichteneingang. Stelle Ui, durch. okay. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet. Ja, ich tat, was ich konnte, ne? Ich bedauere, dass wir einige Forscher verloren haben, Admiral. Einen. Die Biotika wussten, was sie taten. Niemand hätte da rauskommen können, ohne einige Unschuldige zu opfern. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Immer doch gerne. Ich habe nicht gespeichert. Ich würde gerne noch speichern, bevor ich da reingehe. Das ist toll. Das ist sehr toll. Ich würde jetzt gerne vorbildlich plus 8 speichern. Das hier überspeichern. Ja. Yep. Sehr toll. Und dann da rein. So. Jetzt sind wir nämlich hier, wollen wir raus. Hier sind wir nämlich fertig. Hier sind wir fertig. Ich glaube nämlich, dass wir die anderen dann auch noch nicht hatten. Ja, yep, möchte ich rein. Das werde ich jetzt alles mal korrigieren. Was auch immer dabei rumkommt. Hier ist ein MS Ontario. Waren wir hier echt noch nicht? Was haben wir denn hier? Tunte. Ist ein typischer Wasserschirmhelium Gasgigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Stickstoff nachweisen lassen. Er besitzt für einen riesigen Gasriesen eine ungewöhnlich geringe Anzahl von Monden. Nur 7 ohne Zweifel ist das der Anwesenheit des Sterns Farinata geschuldet. Der während der Gaswolke, lest es selber zu Ende. Juntaoma? Kann man auch nichts machen. Habe ich keinen Bock vorzulesen. Ach, hier ist auch noch was. Neppneu. Kann man auch nichts machen. Leck mich doch. Vielleicht waren wir hier schon. Das sieht irgendwie so nach aus, als waren wir hier schon. Was ist das denn hier? Manches Modul, das Schiff bei der Kolon-Klasse für verschiedene Fracht- und Personentransporte. Kann ich hier landen, wenn. Ich gehe mal an Bord. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war, aber ich habe ja vorher gespeichert. Das heißt, ich könnte laden. War ich hier schon? Hier war ich schon, ne? Das ist ausgegrabbelt. Ja, hier war ich schon. Hier war ich definitiv schon. Ich gehe trotzdem nochmal gucken. Ja, sonst würden hier jetzt nämlich Gegner kommen. Okay. Das wundert mich jetzt, warum ich da nicht alles abgegrabbelt habe in dem System. Eigentlich? Aber naja. Ja, ich würde gerne wieder zur Normandy zurück. Bisschen schneller bitte, danke. Und dann würde ich gerne nochmal wieder reingucken. Was wir von dem anderen Zeug noch nicht haben. Waren wir schon, danke. Danke. Also wir waren jetzt hier, wir waren da. Was haben wir hier? Plutus, da waren wir glaube ich schon, ne? Das kommt mir so bekannt vor. Wahrscheinlich waren wir jetzt hier genau wieder nicht. Hier waren wir noch nicht, zumindest nicht auf allen Planeten, egal. Mingito. Mingito ist eine ausgedörrte Einöde voller Natriumchloraten und radioaktiven Stoffen. Wegen seiner relativ geringen Masse umläuft er den Stern Plutus in gebundener Rotation, sodass er durch eine Tagesseite Hitzepol und eine Nachtseite Kältepol gezeichnet ist. Der kräftige Solarwind hat einen großen Teil der Atmosphäre abgetragen. Das ist toll, erkunden. Seltenes Element entdeckt. Mittels Orbitalscans des Planeten Mingito haben sie ein großes Vorkommen von Uran entdeckt. Das ist sehr toll. Drücke mal die falsche Taste, um zurückzugehen. Klokrolis. Was haben wir denn auf Klokrolis? Klokrolis können wir erkunden. Ist eine moderate Felsenwelt, ungefähr so groß wie Mars. Der Planet verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. Seine sengend heiße Oberfläche besteht vornehmlich aus Silikatgestein mit Vorkommen an Aluminium und anderen Leichtmetallen. Klokrolis. Oder so ähnlich, verfügt nur über ein sehr schwaches Magnetfeld, zu dem sehr hohen Grad an Solarstrahlung kommt. Hinzu, dass er sich nicht für Masseneffektantrieb
Entladeoperation eignet. Meine Güte, seltenes Element Samarium entdeckt. Das ist toll. Raus. Raus! Was haben wir hier? Hier können wir nichts tun. Was ist hier ein Gasgigant, Spur, Methan, Atmosphäre? Wow, da hat einer keinen Bock mehr, eine Beschreibung zu schreiben. Nonuel. Da können wir landen, ne? Das möchte ich dann gleich tun. Meidler. Was haben wir denn auf Meidler? Meidler ist ein terrestrischer Planet mit einer dünnen Atmosphärenschicht. Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid. Nee, nur Kohlendioxid. Und Schwefelwasserstoff. Mein Güte, mein Kopf ist so durch. Ich sollte endlich mal was essen. Die hauptsächlich aus Magnesium und Schwefelvorkommen besteht. Bestehende Oberfläche ist extrem heiß. Auf der Oberfläche gibt es derzeit ein Dutzend Vulkanausbrüche. Das ist toll. Ich habe nämlich Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist ja auch noch nicht so spät. Aber egal. Das war falsch. Hier wollte ich nicht hin. Wo wollte ich denn hin? Ich sollte echt was essen. Egal, ich besuche noch den Planeten und dann mache ich, glaube ich, ein kleines Päuschen. Warnung, Hitzegefahrstufe 1. Nonuel ist zwar einer der ältesten erfassten Sterne, aber immer noch nicht vollständig erkundet. Es handelt sich um den größten Himmelskörper im Asteroidengürtel des blauen Sterns Plutos. Nicht nur groß genug, eine sphärische Form aufrechtzuerhalten, sondern auch mit genügend Masse, um zu gewährleisten, dass die giftigen Kohlen- und Schwefeldioxide aus den vielen Vulkanen eine Atmosphäre ausbilden. Auf Nonuel gibt es heftige Vulkanaktivitäten. Seine beträchtliche Temperatur und seine übermäßige Masse haben die gleiche Ursache. Nonuel ist vor Milliarden von Jahren bei einer Supernova ausgestoßenen großen Brocken, E0 verschmolzen und dient nun als Sekundärquelle für Element Zero. Die Oberflächenbedingungen sind extrem gefährlich. Neben der dünnen Kruste und unzähligen Magmaströmen finden sich weitere Landstriche, die mit rutschiger, von dem Vulkan ausgespiener Asche und Schlack bedeckt sind. Das klingt nach einem Ort, wo wir gerne landen möchten. Und natürlich, wer hat's erraten, mit unseren zwei Lieblingen. Oder mit meinen zwei Lieblingen. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch mögt, aber ich mag sie sehr gerne. So, pups mich aus. Ja, immer diese schönen Landesequenzen. Was können wir denn jetzt alles tun? Außer Hitzegefahr. Quartstufe 1. Wir möchten ein klein wenig nach links. So? Ja, so ungefähr so. Eine Prise links. Sieht irgendwie heiß aus hier. Ich wette, wir waren hier schon und dann... Nein, wir waren hier nicht, sonst wäre das kein Fragezeichen. La. Immer diese Häuschen hier, ne? Kannst du mir nicht erzählen, dass hier einer wohnt. Oder gewohnt hat. Hier bin ich mal eine Toilette drin. Andere Seite ist der Eingang, ne? Komische sind auch aus irgendeinem Grund alle tot. Hallo? Den Fußspuren in der Asche zufolge standen sich die zwei Söldner zu beiden Seiten der Kiste gegenüber, als sie starben. Beide erlitten jeweils einen einzelnen Schusstreffer und hatten jeweils ein Gewehr dicht neben sich. Materialieninschrift gefunden. Yes. Beim Öffnen der Kiste entdecken sie eine sorgfältig eingewickelte, handgeschriebene Ausgabe einer der Schriften der Materialien. Blöd. Es ist unwahrscheinlich, dass sie selbst die Worte aufgeschrieben hat, aber die aufwendige Schrift und die kompletten Illustrationen weisen darauf hin, dass das Werk von einem Meisterschriftgelehrten stammt. Das ist sehr toll. Ich will gerne noch hier rein, zu sehen, dass hier da unten irgendwo im Fußboden was ist. Was ich nicht nehmen kann, weil das einfach nur der Garrus ist, der da ist. Wie auch immer Rex da gerade reingekommen ist. Kann ich hier... Söldnerleiche kann ich angrabbeln? Das ist toll. Medaillon entdeckt. Dieser Söldner trug ein Medaillon des Salarianerordens bei sich. Es gab keinen Hinweis darauf, wo oder wie er es gefunden haben könnte. Da kommen bei mir wieder so Fragen auf, ne? Die wurden ja getötet. Von jemandem. Warum lässt man dann solche Inschriften hier liegen? Schönes Bild. Schöner Lens-Flair. Der nette Herr Lens. Der Flair. Warum lässt man das dann hier liegen? Ich meine, es gibt auch einen Grund, warum die getötet wurden. Da hinten ist auch... Ich hab's gerade gesehen, rechts. Da ist was. Da wollen wir dann gleich auch noch hin. Aber erstmal wollen wir... Wollen wir da hin. Ist cool, dass man das von hier aus sehen kann. Sieht voll nah aus, aber es ist bestimmt voll weit. Kartentechnisch ist es voll weit, aber eigentlich ist es bestimmt voll nah. Und ich rede schon wieder scheiße. So. Hopp, hopp, meine Lieben, meine Damen und Herren. Geben Sie Gas.
Hoppeln Sie hier nicht so durch die Gegend. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein, geradeaus zu fahren. Ich hasse dich, blödes Auto. Ich fahre jetzt einfach rückwärts. Nein, ich fahre nicht rückwärts. Ich sehe zu, dass ich irgendwie vorwärts geradeaus komme. Muss ich jetzt wieder hoch? Nein, hier unten. Hier kann ich wieder nichts machen, ne? Ich stehe gerade. Doch, hier kann ich. Lass mich raten. Fick dich ins Knie. Entschuldigung. Ich hasse das. Warum? Was kannst du denn noch tun, damit das geht? Manu! Müssen wir ihn anders dabei haben wahrscheinlich, ne? Hab ich keinen Bock, ist mir egal. Weil selbst wenn ich irgendwann die Fertigkeit mal hätte, dann müsste ich auf allen Planeten nochmal schauen, wo ich die Kacke finde. Entschuldigung meine Ausdrucksweise für heute. Aber das nervt mich. Habe ich nichts Lust drauf. So, gib Gas, mein Lieber. Meine Liebe. Da möchte ich hin. Da kann ich bestimmt ein bisschen ballern, oder? Ich hab Bock auf Ballern. So ein bisschen Bum-Bum und so. Bum-Bum. Geil. Kennt ihr das noch? Das gibt's ja immer noch. Aber es schmeckt nicht mehr so gut wie früher. Das Eis, wo der Stiel in Kaugummi war. Das hab ich immer... Früher hieß es dann immer, wenn man mit den Eltern irgendwo war, ja, entweder ein Eis oder eine bunte Tüte. Dann habe ich mal ein Bum-Bum genommen, weil da war ja auch quasi Kaugummi mit drin. Was machst du hier, Auto? Boah, ich glaube, ich hole mir nachher ein Bum-Bum, um wieder festzustellen, dass es einfach mal wieder überhaupt nicht mehr schmeckt. Mit so vielen Sachen aus der Kindheit, die man so richtig geil in Erinnerung hat. Dann isst man das nochmal und denkt sich so, blah. Weil ich glaube, ganz oft sind die... Ist das das hier? Ja, ganz oft sind die Rezepte auch einfach verändert worden. Die sind nicht mehr so wie früher, deswegen schmeckt es auch anders. Was haben wir gefunden? Wir haben ein Samarium-Vorkommen entdeckt. Das ist sehr toll. Geht das irgendwie noch so? So viele tolle Sachen aus der Kindheit. Ach so, wusste nicht mal, aus der frühesten Kindheit sein, aber so zum Beispiel KitKat. KitKat schmeckt nicht mehr so wie früher. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Das ist viel süßer geworden. Und es schmeckt mir nicht mehr. Eigentlich, ich habe das mal gerne gegessen, aber jedes Mal stehe ich im Laden, hol mir den Scheiß. Oh geil, KitKat. Und dann stehe ich da, speichere mein Spiel. Ess das und denk mir so, Alter, das war es nicht wert. Das war das Geld nicht wert. Hier komme ich gar nicht rein. Und das ist ja blöd. Was kann ich denn dann hier machen? Ich dachte, hier komme ich jetzt rein. Ich steig nochmal aus. Ach, komm, ich habe meinen KitKat gelabert hier nirgendwo rein. Das ist aber schade. Hier kann ich nichts tun. Das ist unser eigener Marco. Und mein Magen knurrt, weil er Hunger hat. Bloß nicht auf KitKat. Warum komme ich hier denn nicht rein? Das finde ich blöd. Ich will da rein. Ich will ballern. Und ich will frühstücken. Was sagt denn die Karte dazu? Warlord Außenposten. Waren wir hier schon? Nö, ne? Komme ich von hinten rein? Auch nicht. Komme ich hier irgendwo anders rein? Finde ich blöd. Blöd finde ich das. Guck mal, das ist ein Lavasee. Ich will da mal hin. Ich will gucken. Falls man überhaupt bis da hinkommt, da kommen wir, glaube ich, her, ne? Kann das sein? Alter. Dieses Auto ist scheiße. Ich sehe nichts. Das haben wir schon abgegrast. Und jetzt... Ich meine, immerhin haben wir das Metallvorkommen, was Samarium, was auch immer Samarium ist, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Gibt's das wirklich oder hat sich das einer ausgedacht? Ich hoffe, man hört meinen Magenknurren nicht in der Aufnahme. Das ist gerade ziemlich laut. Was passiert, wenn ich da in den Lavasee reinfahre? Sterbe ich dann? Sehr wahrscheinlich, ne? Deswegen lasse ich das lieber. Sieht aus wie Tomatensauce. Boah, Tomatensauce. Jetzt mal ehrlich, ne? Hallo? Hallo? Ich hab's gewusst. Mit dem Vorderrad rein und tot. Egal. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe ja gespeichert vorher. Das ist sehr toll. Letzten Spielstand weiterspielen. Ich wollte es mal gemacht haben. Das war mir klar. Aber egal.
So. Super, dann können wir jetzt auch wieder zur Normandy zurück, weil ich meinen Spaß hatte und im Lavasee gestorben bin. Auf zur Normandy, yep. War doch lustig, oder? Wer hat gedacht, ich überlebe das? Irgendwer? Nö, ne? Egal. Ich war ein bisschen frustriert gerade, dass ich da nicht rein konnte, um zu schießen. Deswegen musste ich mich selber umbringen. Naja, gut. Ich würde sagen, das soll es für heute erstmal, für jetzt erstmal gewesen sein. Mal gucken. Ich werde jetzt erstmal schön mittags, vor allem mittags um 12, wollte ich gerade sagen. Es ist schon 13:30. Egal. Endlich mal frühstücken. Und die Folge ist recht. Nein, die muss ja nachher auch noch rauskommen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach, wenn ihr wollt, in der nächsten Aufnahme. Ich freue mich immer gerne, wenn ihr reinschaut. Und auch gerne mal einen Kommentar da lasst. Das freut mich sehr. Wir sehen uns einfach, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.